Stadt ist, die es gibt. Ich weiß, was die nördlichste Stadt ist, da habe ich nämlich studiert und das ist Flensburg. Aha. Ganz nah an der dänischen Grenze. Rostock, sagt da jemand, Erlangen. Gruß aus Hongkong. Oh. Palma de Mallorca. Stuttgart, Emden, Hamburg. Heute haben wir wirklich alle mit dabei. Mhm. Und heute haben wir 12 super tolle Fragen für euch. Ich bin also schon ganz gespannt, euch die zu vorzulesen heute. Genau. Sehr gut. Und wir sagen hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Quiz to Alive. Mein Name ist Christina. Ich bin euer Host fürs heutige Quiz. Und ihr habt ihn schon gesehen, zusammen mit mir im Studio an der Technik. Der Winston. Yes, hallo, hallo. Wir sind wieder hier freuen uns auf 12 tolle Fragen zusammen mit euch. Heute haben wir natürlich auch einen tollen Pott für euch und zwar ganze 300 Euro. Very nice. Genau. In den letzten zwei Tagen haben ja mal sehr wenig Leute gewonnen und die Gewinne waren sehr groß. Ich glaube gestern über 6 Euro und den Tag davor auch so 10 Euro oder ähnliches. Heißt, ich bin gespannt zu sehen, wie viel ihr heute gewinnt und ob noch weniger gewinnen oder vielleicht ganz viele gewinnen heute. Diese Woche sollen noch ganz, ganz viele tolle Sachen und zwar morgen unser Hundequiz mit der Annika. Da freut sich die Annika schon super drauf. Da haben wir richtige Hunde live hier im Studio. Nice. Und danach unser Sportquiz. Am Mittwoch gibt es ein Wunder der Technikquiz. Hier nochmal das Sportquiz. Und diese Woche ein Highlight für euch. Wochenfinale nur mit 20 richtigen Antworten. 4 Euro im Preispott und Rettungsringe gibt es auch. Jeder, der mitspielt, bekommt 2 Rettungsringe. Ja, der mitspielt. So jeder, der die Frage Nummer 1 beantwortet, bekommt 2 Rettungsringe nach dem Quiz. Genau, ganze 2 Rettungsringe. Das heißt, versucht 20 Punkte zu erreichen diese Woche. Mhm. Wir fangen an mit der allerersten Frage. Wir wollen von euch wissen, welches... Da haben wir erstmal einen Sound. Ne? Ja genau. Oh, da wollte ich schon zu schnell loslegen. Jetzt aber die Frage, welches Tier war hier zu hören? Wal, Schaf, Katze, Schlange? Wir haben bei der ersten Frage nicht so oft ein Sound oder einen Sound oder irgendwas. Ich hoffe, ihr wisst es alles. Der Chat schreibt hier ganz viel Blödsinn rein, auf jeden Fall. Es war kein Wal, es war keine Katze, es war keine Schlange. Und jemand fragt auch nur nach Klingenschlangen. Gute Frage. Richtige Antwort war natürlich Schaf. Und wir schauen mal, wie viele das wussten. 12.037 wussten das. 12.000 Leute, herzlichen Glückwunsch an euch. Oh, haben sich aber ziemlich viele verdrückt da. An Wahl haben viele geklickt. Frage Nummer 1. Wie hört sich denn der Wahl für euch an? Wir machen weiter mit Frage Nummer 2. Und da wollen wir wissen, wie nennt man eine Puppe, die mit Fäden bewegt wird? Luigi-Nette oder Marionette? Ihr hört vielleicht den Luigi und Mario daraus. Natürlich die... Super Nintendo, Super Mario Charaktere, aber nur eine Antwort ist richtig. Und viele schreiben ganz viel Blödsinn hier in den Chat. Pinocchio, Spaghetti, Brausernette, Hampelmann, Bookinette. Richtige Antwort, ganz einfach, Marionette. 11.989 Leute immer noch mit dabei. Und da sind wirklich nur sehr, sehr wenig Leute rausgeflogen. Wir gehen weiter zu, jetzt geht's los, Yoshinette, Kokarette, Christinette. Frage Nummer 3. Wie hieß der erste Hund im Weltraum? Boris, Laika, Sputnik oder Olga? Und Hunde, die wurden schon seit den 1950er Jahren ins Weltall katapultiert. Schreibt mal gerne in den Chat einen kleinen Bonuspunkt von mir, wenn ihr das richtige Jahr schreiben könnt. Genau, und dann könnt ihr schreiben, in welchem Jahr das passiert ist. War auf jeden Fall am 3. November und da wurde Laika ins All katapultiert und das war 1957. 10.677 Leute immer noch mit dabei und gehen mit uns zu Frage Nummer 4. Und da haben wir gleich einen kleinen Slogan für euch. Und da bin ich gespannt, wie viele den gehört haben. Welches deutsches Unternehmen verbindet man mit dem Slogan Ich bin doch nicht blöd? Mediamarkt, Saturn, Expert oder Praktika? Ich habe gelesen, dass die bekanntesten Slogans, die man ja, kennt oder die Leute kennen, von Mediamarkt, Ikea und Toyota stammen. Und den Slogan von Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd, kennen fast 44% der Leute. Und da bin ich gespannt, ob wir hier auch 44%, da haben wir sogar viel mehr, fast 10.000 Leute immer noch mit dabei. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage und haben noch mal ein tolles Sprichwort für euch.
Wie endet folgendes Sprichwort? Ein voller Bauch ist immer rund, ist selten satt, soll schlafen gehen oder studiert nicht gern. Und hier ein kleiner Vorteil für alle, die Latein können, denn schon die Römer wussten das. Plenus venter non studet libenter. Und das heißt übersetzt, ein voller Bauch studiert nicht gern und es steht dafür, dass wir sehr träge sind, wenn wir viel gegessen haben. Und darum sagt man auch, dass man nach dem Essen nicht schwimmen soll. Oh, da sind viele wieder rausgeflogen. Ja, kleiner Fun Fact, ich habe mal gehört, dass dieses, dass man nach dem Essen nicht schwimmen soll, dass das gar nicht stimmt. Dass man es nur gesagt hat, damit die Kinder dann nach dem Essen ruhig sind und nicht schwimmen wollen. Aber ich weiß nicht, bestimmt. Könnt ihr mal Bescheid sagen. Jemand sagt, was ein Quatsch. Keine Ahnung. Frage Nummer 6. Zu welchem Land gehören die Okinawa-Inseln? USA, Japan, Philippinen oder Indonesien? Wie viel wissen das? Ich sehe die Antwort schon einige Male im Chat hier. Philippinen sagen einige, Japan die anderen. Jemand sagt, nein, Kreislauf, das ist wahrscheinlich auf das Schwimmen bezogen. Das stimmt, da das Blut im Magen, ein voller Bauch schwimmt nicht gern. Okay, aber jetzt sind wir ja bei den Okinawa-Inseln. Und was ist da die richtige Antwort, Winston? Das ist natürlich Japan. Japan, 6.957 Leute sind dabei. Und wir gehen zu Frage Nummer 7, der letzten Frage für den Rettungsring. Strandurlaub pur. Wir gucken uns nochmal ein Bild an. Jetzt. Lecker, Schmecker, Spaßentdecker. Bildmännchen, ne? Oh, das ist ein langes Bild. Sehr langes Frage Bild. Nummer 7. Wie wird diese Gebäckspezialität aus Frankfurt am Main genannt? Auszogene, Springerle, Engelchen oder Bildmännchen? Der Chat war sehr schnell und ich glaube, die haben das auch schon vorgesagt. Wer hat die denn schon mal gegessen? Ich habe noch nie probiert. Marzipanteig aus gemahlenen Mandeln, Puderzucker und Rosenwasser. Werden in kleine Kugeln geformt und dann mit 3 halbierten Mandeln verziert. Und die richtige Antwort ist? Bildmännchen. Genau. Okay, der Chat hat es versagt. 6.023 Leute wussten das. Die meisten wussten das natürlich auch vorgesagt. Wir machen weiter mit Frage Nummer 8 und ab jetzt keinen Rettungsring mehr. Wir wollen wissen, wie heißt der Bruder von Faramir, der im ersten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie stirbt? Boromir, Aragorn, Denethor oder Finduilas? Für alle, die bei unserem Herr-der-Ringe-Quiz dabei waren, die könnt ihr mal sagen, ob ihr noch ein Herr-der-Ringe-Quiz wollt oder nicht. Das wäre mal was wieder, finde ich. Ja. Ich habe es gesehen, aber nicht so gut, dass ich das wüsste. Richtige Antwort hier ist Boromir und es wussten fast 5000 Leute. Viele schicken Daumen nach oben und wollen nochmal ein Herr-der-Ringe-Quiz. Nice. Kommt bestimmt mal wieder auf die Agenda. Frage Nummer 7 und eine kleine Flagge für euch. Da haben wir die. Kommt sie. Zu welchem Land in Südamerika gehört diese Flagge? Suriname, Bolivien, Guyana, Ecuador. Schön bunt. Schön bunt, da muss man sich auskennen mit Flaggen und auch, was es so in Südamerika alles gibt. Ich meine, die Antworten liegen ja alle da. Und ich sehe die Antwort auch schon ganz oft im Chat. Das heißt, ihr kennt euch wie immer aus. Und die richtige Antwort ist Bolivien. Und das wussten 3011 Leute. Und wir gehen weiter zu Frage. Aber fast die Hälfte verloren. Ja, aber alle so ein bisschen. Also nicht, dass wir alle bei einer Antwort bis verloren jetzt noch, haben. Nee, genau. Bis jetzt noch kein Pfosten raus. Kommt genau. Vielleicht aber. Frage Nummer 10. Hört genau zu. Welcher Stern ist unserer Sonne am nächsten? Sirius A, Vega, Proxima Centauri oder Krüger 60? Alle, die Latein können, kleiner Tipp von mir, die müssten das wissen. Denn Proxima bedeutet nächstgelegene und der Stern ist mit etwa 4,247 Lichtjahren der Sonne am nächsten und das ist Proxima Centauri 2009, das war viel zu einfach, immer noch dabei. Weiter geht's mit Frage Nummer 11. Wie heißt der Kapitän des Traumschiffs Surprise? Hans-Peter Kork, Klaus Friedrich Kork, Jürgen Thorsten Kork oder Peter Harald Kork? Wer hat den Film gesehen? Könnt ihr auch mal so einen Daumen nach oben schicken. Ich habe ihn gesehen, super lange her. Ich erinnere mich nicht mehr an viel. An sowas zumindest nicht. Jemand fragt, wie viele Fragen? Wir haben 12 Fragen, also gleich ist schon die letzte Frage.
Viele haben den gesehen, Daumen nach oben, einige schicken Daumen nach unten. Richtige Antwort, Jürgen, Thorsten, Kork, und das wussten 857 Leute. Und hier sehe ich, dass sich viele wie ich nicht mehr so gut an ja, die Details erinnern. Okay, da haben wir den ersten Pfosten raus. Genau, wir kommen zur letzten Frage, Frage Nummer 12. Alle Gehirne nochmal einschalten. Und wir wollen von euch wissen, wie wird gemeinhin die Generation bezeichnet, die zwischen 1980 bis 1996 geboren wurde? Babyboomer, Gen X, Gen Y, Gen Z. Glaube, schreibt doch mal gerne, welche Generation ihr gehört. Genau, zu welcher Generation gehört ihr? Und ja, die Generation wird quasi so bezeichnet, weil die sich sehr viele Gedanken ums Leben macht, vieles hinterfragt und genau, in einer Zeit aufgewachsen ist, wo es sehr, sehr viele Veränderungen gab. Und genau, ne, wir haben schon, ich habe schon gesagt, die Frage ist, warum? Und darum ist das Gen Y. Und das wussten 361 Leute. Ich gehöre übrigens auch zu Gen Y. Winston, du gehörst mehr zu Gen Z. Genau. Und wir gucken mal. 83 Cent gibt es für alle. Und wir lesen die Gewinner einmal vor. B. Chris, Mai Reiki, Ul 501, Quip 187. The Chat 85, Colin 0212, Mariana Helga, JB 671, Rosilei und Way Guitar 84. Herzlichen Glückwunsch an euch! Morgen Hundequiz, Sportquiz. Diese Woche nur 20 richtige Fragen fürs Wochenfinale. Also seid dabei und wir sagen danke für heute, habt noch einen super schönen Montagabend und wir sagen ciao, ciao und Kakao. Ciao! Der Name war auch nicht schlecht. Schokokekse 98. Da hatte jemand gerade gewonnen. Ja, schade. Mit Jürgen Thorsten Kork. Ja gut, jetzt wo er es gesagt hat, kann sein, dass man das mal gehört hat. Ja, Hans-Peter, Jürgen Thorsten. Ich habe da zwischen den beiden habe ich auch geschwankt. Da wusste ich jetzt auch nicht mehr. Ist halt schon zu lange her, wie Christina auch gesagt hat. Dann würde ich sagen, bis morgen zum Hundequiz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.